Herr Hecking, wie fällt Ihr Fazit aus diesem Trainingslager aus? Ja, ich denke, das Positive überwiegt. Ich glaube, man, wie immer, wo man ja auch oft nachgefragt wird, wie waren die Bedingungen. Ich glaube, wir haben gerade schon gesagt, wenn wir hier im nächsten Jahr wieder hinkommen könnten, wäre es gut. Ja, weil war alles da, kurze Wege zum Trainingsplatz, zum Fitnessraum, Verpflegung gut, Unterkunft gut, Service vom Hotel uns gegenüber sehr gut. Ja, Spielort mit Albufeira gestern im Stadion war auch in Ordnung. Also spricht vieles dafür, wieder herzukommen. Von daher war das erstmal sehr, sehr gut und sehr Positives. Darüber hinaus, denke ich, haben wir das, was wir an Trainingsschwerpunkten uns vorgenommen haben, an der Kompaktheit wieder zu arbeiten, sprich das Umschalten von der Offensive auf Defensive. Das war Schwerpunkt jetzt in den ersten Tagen, nachdem wir den Start wieder oder das Training wieder aufgenommen haben. Haben wir gestern, denke ich, gesehen, dass es deutlich verbessert war im Vergleich zu den letzten Spielen in der Vorrunde. Ja, dass die Jungs verstanden haben, worum es wieder geht, dass jeder mitarbeiten muss. Auch das war gut, dass wir darüber hinaus, denke ich, das, was wir uns vorgenommen im Training machen konnten, mit einer großen Manpower war auch in Ordnung. Klar, wenn man dann das Negative sehen muss, ärgerlich, dass Martin Harnik nicht mittrainieren konnte. Dass Aaron so weit hergestellt ist, dass wir davon ausgehen können, dass er spätestens nächste Woche dann wieder einsteigt. Das ist positiv. Verletzung Martin, Jairo muss man sehen. Dass Martin und Jairo werden heute schon abreisen, dass sie morgen nochmal eingehend untersucht werden in Hamburg, dass wir das vor Wochenbeginn dann geklärt haben, inwieweit da eine größere Verletzung vorliegt oder nicht. Gehen wir jetzt im Moment mal nicht von aus, sodass wir da dann auch die Zeit nutzen wollen Anfang der Woche, dass die Spieler dann spätestens am Mittwoch, wenn wir wieder einsteigen ins Training, dass sie dann vielleicht auch uns wieder zur Verfügung stehen können. Lukas ist heute erkrankt, das wird eng für Basel, der hat Gliederschmerzen. Das waren so die kleinen negativen Dinge, aber die in jedem Trainingslager vorkommen. Ja, jetzt haben Sie viel schon zusammengefasst. Würden Sie denn alles in allem sagen, dass Sie im Klaren sind, was die Vorbereitung angeht? Ja, die Vorbereitung im Winter ist ja eh immer kurz. Ja, da braucht man jetzt nicht großartig neue Dinge auferlegen. Es ging erstmal darum, das, was wir als Schwachstellen ausgemacht haben, dass wir daran arbeiten wollten. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir wieder dahin gehen, dass das Spiel für die Offensive mehr in den Vordergrund kommt, auch in den Trainingsspielen. Da braucht man natürlich auch wieder diese Durchschlagskraft, das Überraschende. Und daran wird jetzt sicherlich ab morgen angefangen zu arbeiten. Inwieweit wir das schon in Basel umsetzen können, wird man sehen. Ja, aber im Großen und Ganzen haben wir das machen können und sind wir auch im Plan dessen, was wir uns vorgenommen haben, von dem, wie die Mannschaft im körperlichen Bereich ist, klar, immer ein bisschen müde. Das ist nach jedem Trainingslager so, dass die mentale Frische natürlich ein bisschen gelitten hat durch die vielen Einheiten auch. Aber letztendlich ganz normale. Mhm. Ganz normales Fazit eines Trainingslagers. Mhm, solche Testspiele, Schalke, Seoul, dann jetzt am Sonntag, welche Bedeutung haben die für Sie, auch die Resultate? Ja, die Resultate weniger. Spielen nicht die erste Geige, trotzdem wollen wir natürlich gewinnen, wie immer. Aber mir geht es darum, dass wir das, was wir vorgeben, dass das umgesetzt wird, dass die Mannschaft ein Gefühl dafür kriegt, wie es aussehen kann. Das hat man gestern in dem Spiel, ich habe mir das Spiel heute gestern Abend nochmal angeguckt. All das, was wir sehen wollten, in der Arbeit gegen den Ball, was das Umschalten angeht, da war vieles von gut, Gegenpressing-Aktionen, wo wir viele hohe Balleeroberungen hatten. Was nicht so gut war, war dann das Spiel im letzten Drittel. Das war zu fehlerhaft und das sind Dinge, ja, da müssen die Stürmer natürlich dann auch, oder die Offensivspieler natürlich auch mir dann zeigen, wer ist dann für Nürnberg die erste Wahl. Ja, und da sind natürlich noch alle Türen offen. Hm. Könnte das dann vor dem Hintergrund umso mehr vielleicht ein neuer Mann sein vorne? Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Jetzt haben Sie morgen einen Reisetag noch, der zwischendurch eingeschoben wird. Muss man da oder müssen die Spieler so ein bisschen dann vielleicht Richtung Sonntag über eine kleine Hürde noch hüpfen? Oder ist das, nehmen Sie das gerne mit, diesen prominenten Gegner? Also der Testspielgegner ist mir sehr willkommen. Ich glaube, dass wir in einem guten Stadion einen guten Platz haben werden, wo wir spielen können. Ja, und ob die über eine Hürde gehen müssen, das ist immer so am Ende eines Trainingslagers. Ich glaube, Basel ist auch aus dem Trainingslager abgereist jetzt. Ja, das ist also gleiche Voraussetzungen und Basel ist nicht so schlecht. Das wissen wir in den letzten Jahren immer Dauerabonnent für die Champions League gehabt. Also es wird für uns eine richtig schöne Aufgabe werden, aber ich finde solche Testspiele immer gut, weil man aus solchen Spielen am meisten lernen kann. Sie haben zwei neue Leute jetzt mit dabei gehabt, das erste Mal, die ersten Tage hier. Haben Sie jetzt schon das Gefühl dafür, dass Sie diese Mannschaft substanziell verstärken? Ja, das ist ja immer der Wunsch, dass wenn man neue Spieler dazu holt, dass man den Kader qualitativ aufwertet. Ja, das war unser Ziel. Wir mussten auch was tun, weil wir, denke ich, 3-4 Spieler, die in unseren Planungen vor der Saison eine Rolle gespielt haben, nicht da haben.
Ja, die beiden Schwerverletzten mit Papadopoulos, ja, das sind drei Spieler, die wir normalerweise irgendwo eingeplant hatten für den Verlauf der gesamten Saison. Wir haben immer einen Kader gehabt, der von der Kaderstärke schon nicht so breit aufgestellt war. Ja, und von daher war auch unter dem Gesichtspunkt schon wichtig, dass wir nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Dann haben wir geschaut, was ist machbar, wo brauchen wir was, wo sehen wir etwas. Und war mit Louis Schaub, das war eine kurzfristige Geschichte, die sich ergeben hat, die wir aber als für sehr gut gesehen haben für uns, da auch im Offensivbereich mit diesem Spielertypen nachzulegen. Und der Außenverteidiger, das ist ja nicht neu gewesen, dass wir auf dieser Position was machen werden oder machen müssen, aufgrund der Unterbesetzung der Außenverteidiger in unserem Kader. Von daher war das nur eine notwendige Verpflichtung. Wie zuversichtlich, Herr Hacking, können Sie jetzt im Moment sein, dass Sie so diese, ja, wie man soll man sagen, Schwächephase der letzten Wochen des Jahres 2019, dass Sie die überwunden haben und in die Spur kommen, die Sie mal hatten? Das hängt immer von den Ergebnissen ab. Ja, das ist immer so. Wir können ja jetzt nicht, ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, ob die Schwächeperiode von den Ergebnissen her behoben ist. Das, so weit können die Zukunft kann ich nicht sehen. Es wird Nürnberg, 30. Januar, da werden wir sehen, wie weit wir sind, wie weit Nürnberg ist. Was ich höre aus Nürnberg ist, dass die Mannschaft deutlich stabiler ist, dass der Trainerwechsel was Positives bewirkt hat. Also Selbstläufer wird es in der Rückrunde nicht geben. Und wer das glaubt, ist auf dem Holzweg. Wir wissen, dass wenn wir unsere Leistung abrufen, wenn wir an die 100% rankommen, dann haben wir eine richtig gute Mannschaft, die auch ihre Ziele erreichen kann. Und das wird in jedem Spiel die Grundvoraussetzung sein, um erfolgreich zu sein. Und wenn man dann die Erfolgserlebnisse hat, ja, dann wird das Vertrauen, das Selbstvertrauen da sein. Dann werden unsere Fans hinter uns stehen wie eine Eins. Und dann kann das in die richtige Richtung laufen. Haben Sie die Befürchtung, dass jemand von Ihnen auf dem Holzweg sein kann? Nein, das glaube ich nicht, weil vom ersten Tag an, wo wir zusammenarbeiten, war klar, um was es geht für uns. Ja, bislang sind wir sehr, sehr gut damit umgegangen. Ja, wenn überhaupt so ein bisschen Zweifel aufkommen, ist es eigentlich immer mehr so aus dem Umfeld vom HSV, ja, vielleicht aus den letzten Jahren geprägt. Ja, aber das dürfen wir nicht an uns ranlassen. Wir sind von dem überzeugt, was wir tun. Ja, die Mannschaft sollte davon überzeugt sein, was sie kann. Und das sind erstmal die Grundvoraussetzungen bei aller Skepsis, die der eine oder andere, der mit dem HSV sympathisiert, in sich trägt. Die Skepsis wird man erst dann beiseite schieben, in dem Moment, wo der Aufstieg geschafft ist. Und schafft man es nicht, werden die Skeptiker größer werden. Ist das so? Das hatten Sie schon eigentlich von Anfang an Ihrer Tätigkeit hier so festgestellt, eigentlich auch immer wieder gesagt, so bei Testspielen. Wir haben gestern auch mit ein paar Fans gesprochen, die auch so eine Skepsis getragen haben. Sehen Sie? Ja, ist das so. Haben Sie das so... müssen Sie das akzeptieren, dass es tatsächlich so ist? Nein, das ist das Naturelle eines jeden Menschen. Die einen sind total euphorisch und sehen das Unheil nicht kommen und die anderen sehen halt das Unheil kommen. Und wie immer, das wird sich irgendwo über die Waage halten. 50-50 werden das Unheil kommen sehen, dass es wieder nichts wird. Und die anderen 50% sehen uns schon auf dem Rathausplatz stehen. Also von daher entspannt bleiben.